Berlin. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat 1,9 Millionen Impfdosen in den Jemen geflogen. Damit könnten etwa 600.000 Kinder gegen Diphtherie, Hirnhautentzündung, Keuchhusten, Lungenentzündung und Tuberkulose geimpft werden, sagte UNICEF-Regionaldirektor Gerd Kaplere am Sonntag. Angesichts des riesigen Bedarfs sei das aber nur ein kleiner Schritt, nachdem die von Saudi-Arabien geführte Koalition gegen die schiitischen Houthi-Rebellen vor knapp 3 Wochen die Blockade der Luft- und Seewege verschärft hatte. Kaplere sagte, 2 UNICEF-Schiffe mit Nahrung und Medizin lägen vor Hodeida, dürften aber nicht anlegen. Mehr als 11 Millionen Kinder brauchten dringend Hilfe. Alle 10 Minuten sterbe ein Kind an einer vermeidbaren Krankheit. Die bereits in 5 Regierungsbezirken verbreitete Diphtherie sei in weiteren Gebieten ausgebrochen. Knapp 1 Million Menschen leide an Cholera oder Wasserdurchfall. Jemen steht vor der übelsten humanitären Krise, die ich je in meinem Leben gesehen habe, sagte Kaplere. Zudem leiden die Menschen unter akuter Wasserknappheit. Auch der Hafen Houda am Roten Meer soll in Kürze für humanitäre Zwecke wieder geöffnet werden. Hilfsorganisationen und Vereinte Nationen hatten eindringlich an Saudi-Arabien appelliert, die Blockade zu beenden. Sie war verhängt worden, nachdem Houthi-Rebellen eine Rakete auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert hatten. Die Rakete war abgefangen worden. Im Jemen bekämpfen sich seit 2015 die Houthi-Rebellen und die sunnitisch geprägte Regierung, die von einer Koalition unter Saudi-Arabiens Führung unterstützt wird. Der schiitische Iran steht den Rebellen bei. Bei Luftangriffen der Militärkoalition starben rund 9.000 Zivilisten. Der Jemen-Konflikt gilt als Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Von Deutsche Presseagentur AP/RND.